das riecht halt immer so wie Umkleidekabine bei den Jungs. Kennt ihr das, wenn ihr auf einer öffentlichen Toilette seid, ja? Und dann riecht es so nach Klostein? Exactly. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, man mag es kaum glauben, aber es ist mein allererstes Aufgebraucht-Video. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas mal mache, aber angeblich liebt ihr sowas. Und deswegen habe ich in den letzten Monaten wirklich ein bisschen was zusammengesammelt. Es ist super schwierig für mich, wirklich Produkte aufzubrauchen. Ein paar habe ich aber. Eine ganze Kiste voll. Und ich habe eine Meinung zu jedem einzelnen Produkt und wir gehen da so ein bisschen durch. Ich bin super gespannt, was ihr zu diesem Format sagt. Ich kann das nicht regelmäßig machen, weil ich nicht so lange Müll sammeln kann und vor allen Dingen, weil ich nicht so viel Make-up aufbrauche. Ich finde aber, dass das, glaube ich, ein guter Anfang ist, um zu sehen, was ich so regelmäßig kaufe, was ich gerne benutze. Und da sind auch tatsächlich ein paar Make-up-Produkte drin. Das Ganze hat keine Ordnung. Ich greife einfach in die Kiste und freue mich, dass es dann endlich in den Müll kann. Denn ich habe angefangen zu sammeln im Oktober letztes Jahr. Ich habe natürlich nicht von jeder Duschgelflasche 10-mal das Duschgel aufgehoben, sondern immer nur einmal. Ich werde es dann aber immer dazu sagen. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich. Falls euch das Format gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das kostet euch nichts und mir bedeutet es die Welt. Diesen Look habe ich übrigens mit der Nabla-Palette gemacht. Die Lashes. Den Rest seht ihr in den nächsten Videos. Ansonsten, ich liebe, liebe, liebe diesen Look. Okay, wir starten mit einem Duschgel. Das ist das hier. Das ist von Algemarin. Das Freshness Shower Gel. Das riecht sehr stark nach Minze. So ein bisschen nach Menthol. So ein bisschen nach Sauna. Ich mag das sehr gerne, vor allen Dingen im Sommer. Das britzelt ein bisschen auf der Haut durch dieses Menthol. Aber ich glaube, wenn es so tut, dann ging direkt ins Gehirn. Ich glaube, im Sommer ist das sehr, sehr erfrischend. Ich würde mir das auch wieder kaufen. Ehrlich gesagt vergesse ich das aber meistens immer wieder, weil ich immer wieder dasselbe kaufe. Zeige ich euch gleich. Ist aber eine gute Sache, wenn ihr auf diesen frischen, mentholigen Geruch steht. Sehr, sehr schön. Meine Mutter benutzt es auch. Die hatte mir das gegeben. Und ich mag es sehr, sehr gerne. Und dann haben wir hier eine Maske. Die ist von Luca. Das ist ein luxemburgischer Make-up-Artist, der auch seine eigene Make-up- und Pflegelinie rausgebracht hat. Und der hat eine Maske rausgebracht. Habe ich benutzt, komplett leer. Ich habe sie geliebt. Die ist ein sehr, sehr gutes, günstiges Dupe zu der Charlotte Tilbury Goddess Clay Maske. Luca Make-up und Styling heißt das. Sehr, sehr gute Maske. Sorgt schön für Feuchtigkeit. Und wenn ihr die dann abmacht, habt ihr nicht dieses Gefühl von, die Haut ist trocken, die Haut ist irgendwie ausgesaugt, sondern sie hat gereinigt. Die Haut danach ist sehr weich und ihr könnt super gut Make-up darauf und also danach benutzen. Würde ich mir definitiv wieder kaufen. Ich habe aber gerade noch die Charlotte Tilbury Maske in Verwendung, die ich alle 2 Tage benutze. Auch eine ganz, ganz große Empfehlung. Kostet aber 70 Euro und no. Okay, ein erstes Make-up-Produkt ist das hier. Das ist die Dior Forever Skin. Das ist jetzt nicht die aufgebrauchte, denn ich, kleiner Frosch, habe die aufgebrauchte im Urlaub gelassen, weil ich sie aufgebraucht habe. Dior Forever Skin, mittlerweile meine 5. Flasche. Liebe ich, kaufe ich immer wieder nach. Schönes Finish, sehr, sehr glowy, hält sehr gut, ist ein bisschen parfümiert, aber das ist einer meiner absoluten Lieblings-High-End-Foundations. Viele von euch werden sie sicherlich kennen. Die sitzt sehr, sehr schön auf der Haut und vor allen Dingen, wenn man nicht viel Puder benutzt, ich trage sie auch heute, sehr, sehr deckend, aber zeitgleich glowy. Also ihr könnt es vielleicht auf meiner Stirn erkennen, diese Bewegung, fantastisch, fantastisch, fantastisch. Ich schwärme immer wieder von dieser Foundation. Sie ist recht teuer, aber nicht so teuer wie andere High-End-Foundations. Ich glaube, die kostet 38 Euro oder so. Ist okay. Hält ewig. Man braucht nicht viel, weil die Deckkraft halt sehr hoch ist. Dann habe ich hier das Benefit The Professional Supersetter Setting Spray. Eins der wenigen Setting Sprays, die ich wirklich auch aufgebraucht habe, weil mir das in der Corona-Zeit sehr gut geholfen hat. Das kam auch, glaube ich, erst vor einem halben Jahr raus oder so. Und ich habe da lang echt jetzt, ich habe damit echt viel jetzt gesettet und jetzt habe ich das aufgebraucht. Das hat so ein bisschen eine Mischung aus dem Urban Decay All Nighter und dem Fenty Beauty so ein bisschen. Sehr, sehr stark fixierend. Also tatsächlich war das eins der ersten Setting Sprays, wo der Claim auch geklappt hat, dass es dafür sorgt, dass sich Make-up nicht so einfach in der Maske abstempelt. Auch das ist natürlich ein bisschen teurer, aber es hat
ich würde mal sagen, bestimmt 30% weniger dafür gesorgt, dass sich die Foundation vor allem hier auf der Nase in die Maske abstempelt. Vor allen Dingen bei diesen medizinischen, diese länglichen, hat sich die Nase immer abgescheuert. Die FFP2-Masken, die saßen ja ein bisschen anders und da war die Nase frei, da hat sich dann hier abgescheuert. Das hat wirklich viel gut dafür getan und ich liebe, liebe, liebe es, dass es nicht so stark parfümiert und es trocknet nicht aus. Also ihr habt nicht so wie beim All-Nighter-Setting-Spray danach das Gefühl, so, es hat so ein bisschen das Leben aus der Haut, aus der Foundation gezogen, sondern das hat einfach die Foundation genauso gelassen, wie sie ist. Vielleicht so ein bisschen das Puder übrig oder dagelassen und dann gehalten. Okay, das habe ich euch neulich gezeigt. Das ist der Physicians Formula Butter Bronzer. Der ist jetzt nicht ganz aufgebraucht, der ist aber so uralt, dass ich ihn jetzt wegmache. Ich habe nämlich einen neuen. Einer der schönsten Bronzer, die ich kenne. Und ihr werdet sehen, ich habe recht wenig Make-up-Produkte hier in diesem Aufgebraucht-Video mit drin, weil ich recht selten ein Produkt komplett aufbrauche. Vor allen Dingen, was Puderprodukt angeht. Habe ich jetzt bestimmt 3 Jahre lang dran gesessen. Hat jetzt endlich geklappt, aber ich habe halt immer wieder dazu zurückgegriffen. Weil er halt einfach sehr weich auf der Haut ist. Der schmilzt so ein bisschen im Gesicht. Ich habe ihn auch jetzt heute drauf. Schöne Farbe, nicht zu warm, nicht zu kühl. Ich habe es heute ein bisschen übertrieben, habe noch ein anderes Konto benutzt. Und das Finish auf der Haut ist einfach weich. Das ist nicht pudrig, das ist wie nass. Funktioniert also auch auf einer Foundation, die ihr nicht mit Puder gesettet habt. Oft ist es so, wenn man auf eine ungesettete Foundation geht und dann Puder drauf macht, dann wird es so fleckig. Hier nicht, weil das schon von sich aus so feucht ist. Also definitiv große Empfehlung. Was einige von euch nicht mögen, habe ich gehört, ist die Verpackung. Ich mag die total gerne. Sie ist halt nur sehr groß. Kommen wir ein bisschen zu Hautpflege. Da habe ich tatsächlich einiges aufgebraucht. Ich probiere mich ja so ein bisschen aus, verschiedene Sachen durchzutesten und habe auch so ein paar Favoriten gefunden. Ihr kennt natürlich einmal die Beauty-Mates-Produkte, die ich immer wieder benutze und euch auch immer wieder zeige. Ich benutze parallel dazu aber natürlich auch andere Sachen und habe auch so ein paar Favoriten gefunden, die ich sehr, sehr gerne mag. Unter anderem von Drunk Elephant. Da habe ich hier einmal die BeHydra Intensive Hydration. Das ist die teure Version von diesem, oh Gott, wie heißt das? Ich blende es euch hier ein. Dieses L'Oreal Aqua irgendwas. Eins zu eins genau dasselbe. Das Schöne bei Drunk Elephant ist, das sind keine Duftstoffe drin. Da ist nichts drin, was die Haut potenziell stören könnte. Also sie verzichten auf diese, ich glaube, sie nennen es Suspicious Seven. Die verdächtigen 7. Also Silikone, Parabene, Mineralöle, diese ganzen Sachen, Duftstoffe, die die Haut potenziell triggern könnten, um vielleicht Pickel oder Unebenheiten zu kriegen. Das spendet einfach nur Feuchtigkeit, ist weg. Günstigere Alternative habe ich dazu. Das ist halt das, was ich euch eben eingeblendet habe. Hat aber Duftstoffe. Das hier nicht. Hier ist ansonsten auch noch Provitamin B5 drin. Und das hat halt diesen schönen Effekt, dass es macht einfach das, was es soll. Kaufe ich immer wieder nach. Habe ich wieder nachgekauft, liebe ich. Ebenfalls von Drunk Elephant ist hier die C-Tango Multivitamin Augencreme. Kommt in dieser coolen Verpackung. Hier sind 15 Milliliter drin. Drunk Elephant ist halt wirklich sehr, sehr teuer. Aber die Sachen sind gut. Also ich habe auf keins der Produkte reagiert. Das ist aber ein Produkt, das würde ich nicht unbedingt wieder nachkaufen. Da komme ich mit meinen Beauty Mates Boostern für die Augen gleichweg oder gleichmäßig gut hin. Ansonsten, große Empfehlung, kann ich nicht viel zu sagen. Sie strafft so ein bisschen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen auffällt, denn hier ist Vitamin C mit drin und 8 Peptide, die so ein bisschen die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Schöne Sache. Ich muss halt sagen, ich bin auch ein großer Fan von dem Packaging von Drunk Elephant, ne? Das passt alles zusammen. Es ist sehr, sehr einfach erklärt. Man kann alles zusammenmischen, ohne dass es irgendwelche Reaktionen gibt und Stan. Letztes Drunk Elephant Produkt ist die Lala Retro Whipped Cream. Ich muss sagen, hier vielleicht kommt, nee, kommt nichts mehr raus. Das ist so ein Ding, dass man das super hygienisch entnehmen kann. Man drückt und dann kommt hier oben wie so eine Blume raus. Man kann sich dann hier so ein Serum mit reinmischen oder Vitamin C nochmal, um das so ein bisschen anzureichern mit Stoffen, die man gerade braucht. Hier habe ich auch die Beauty Mist Booster immer mit reingemacht. Sehr, sehr schön. Hier sind 8 aufgeschlagene afrikanische Öle mit drin und Ceramide. Sehr, sehr gute Creme. Das Einzige, was mich hier gestört hat, ist, dass sie nicht einzieht. Nicht so schnell einzieht. Die braucht einen Moment. Also eher was für abends, aber dann am nächsten Tag, wenn ihr diese komplette Drunk Elephant Skincare Routine gemacht habt, seht ihr aus wie 12. Aber ihr habt halt auch 1200 € ausgegeben dafür, ne? Ich habe auch eine zweite und ich benutze sie auch. Aber ich glaube, 70 € für eine Creme,
weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Macht euer eigenes Bild mit. ihr könnt euch wahrscheinlich ein eigenes Bild machen. Ich kann es euch nicht sagen. Also wahrscheinlich würde ich sie kaufen, wenn ich 70 Euro für eine Creme locker hätte. Würde ich sie kaufen. Sie ist gut. Ein neues Make-up-Produkt ist das hier von Charlotte Tilbury. Hollywood Flawless Filter. Auch das ist schon die neue Version. Ich habe ihn mir nämlich in einer dunkleren Farbe gekauft. Ich hatte ihn vorher in der 3. Jetzt habe ich ihn in der 4,5. Schönstes Produkt überhaupt. Das ist 9, deswegen kann ich ihn euch zeigen. Dieses Ding hat, ähnlich wie die Huda Beauty Glowish Foundation, einen wunderschönen Glow. Und bevor es die Huda Glowish Foundation gab, habe ich das halt immer genommen, um diesen Glow zu erzeugen. Ne? Also ihr seht es auf der Haut. Hollywood Glow. Also das ist vor allen Dingen hier so auf den Schlüsselbeinen unter der Foundation. Ultraschön. Wenn ihr eine schöne Haut habt, kann man das auch so tragen. Das hat nämlich tatsächlich so ein bisschen Deckkraft. Ich habe es mir aber gerne unter die Foundation gegeben, um dann diesen Glow von innen zu provozieren. Sagt man das so? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also auch das super. Eine Foundation, die ich auch aufgebraucht habe, mittlerweile glaube ich viermal, ist die Rival Lupe Lauron Foundation in der Farbe. Das ist die 2 und ich habe sie auch noch in der 4. Also ich habe das dann immer so gemischt und habe dann die leere Verpackung genommen und mir die perfekte Farbe angemischt. Schönste Foundation in der Drogerie. Punkt. Wisst ihr, liebe ich, kaufe ich immer wieder nach und ich bete dafür, dass sie niemals aus dem Sortiment geht. Dann habe ich hier noch ein Duschgel. Das ist von Darf und das ist das Duschgel, was ich immer kaufe. Für eure Jungs vielleicht oder für euch selber. Ist das beste Duschgel. Die Verpackung besteht zu 100% aus recyceltem Plastik. Ich kaufe es immer wieder nach. Ich habe mir jetzt zum Amazon Prime Day 25 davon gekauft, weil ich es halt immer wieder benutze. Und ich glaube, ich werde auch nichts anderes benutzen. Ich habe das Deo davon und ich habe das Duschgel davon. Und das ist einfach, ich mag den Geruch sehr gerne. Es schäumt schön, es riecht frisch, aber nicht so männlich. Ich hasse das Wort, aber ihr wisst, so manchmal riechen so Sachen so, so dieses Adidas-Duschzeug. Das riecht halt immer so wie Umkleidekabine bei den Jungs. Mag ich gar nicht. Das riecht sehr clean. Schäumt schön, reinigt schön. Die Haut danach ist nicht strapaziert. Ich muss mich danach nicht eincremen. Mache ich trotzdem. Dann kommen wir so ein bisschen zur Reinigung vom Gesicht. Da habe ich verschiedene Sachen ausprobiert. Das hier von Charlotte Tilbury. Das ist die Goddess Cleansing Ritual. Einmal das Gelbe und dann gab es das auch noch in Schwarz. Das Schwarze ist noch unten. Da ist noch ein bisschen drin. Auch sehr, sehr schön, aber sehr, sehr teuer. Das ist wie so ein Ölreiniger. Also der riecht sehr schön und der schäumt nicht. Ne? Also ihr gebt ihn euch auf die Hand und dann kommt ein bisschen Wasser dazu und dann emulgiert das so und nimmt alles weg an Make-up. Dann gibt es den zweiten Schritt, das Schwarze dazu und das reinigt dann nochmal. Auch es ist halt super, super teuer. Ich würde es nicht kaufen. Es ist schön, ich habe mich gefreut, das zu benutzen. Ich würde es aber selber nicht kaufen, weil am Ende reinigt es nur und dafür ist mir hier zu wenig drin. Ich habe hier nämlich noch ein anderes Produkt zur Reinigung, was beste Empfehlung. Fenty. Fenty Skin Total Cleanser. Der schönste Cleanser, der beste Cleanser, 145 Milliliter. Ich habe das vor ein paar Tagen aufgebraucht und ich habe das bekommen zum Launch. Also ich habe Ewigkeiten gebraucht, das Ding hier aufzubrauchen, weil ihr wirklich nur eine erbsengroße Menge benötigt davon. Schäumt schön. Ich liebe den Duft. Die Haut fühlt sich danach weich an und frisch. Und kaufe ich definitiv nach. Jetzt habe ich ja endlich die Produkte wieder vor Augen, die ich nachkaufen kann. Und dann mache ich gleich eine große Bestellung. Wirklich eins der besten Reinigungsgele, die ich benutzt habe. Ich habe hier noch eine Creme. Das ist von Milk. Der Milk Vegan Moisturizer. Auch eine sehr gute Creme. Ich habe sie immer so ein bisschen verglichen mit der Charlotte Tilbury Magic Cream. Habe ich auch hier gleich nochmal. Die ist halt günstiger. Die ist vegan. Die hat keine Duftstoffe. Sehr, sehr reichhaltig. Also wenn ihr eine super trockene Haut habt, recht erschwinglich für eine High-End-Creme. Ich liebe das Packaging. Ich finde es fast immer zu schade, die Sachen wegzuwerfen, wenn sie leer sind. Ich überlege, was ich damit machen kann. Aber also wenn ihr eine Idee habt, schreibt mir gerne, dann vielleicht bastel ich da was raus. Gute Creme, auch die würde ich mir wieder nachkaufen. Ich habe aber gerade noch eine andere offen, die ich jetzt aufbrauchen will. Ich will halt nicht so viele Sachen aufmachen. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Ich habe hier ja wirklich das Glück, dass ich ganz, ganz viel Make-up-Produkte benutzen kann und austesten kann. Und wenn ich dann, manchmal kriege ich nach ein paar Monaten von einer Firma nochmal PR zugeschickt mit demselben Produkt, dann mache ich das ja nicht nochmal auf, wenn ich gerade eine andere Creme drauf habe. Also ich habe die noch als Backup, werde ich auch benutzen, aber eher so für Herbst, Winter. Dann habe ich hier die Charlotte Tilbury Magic Cream.
Habe ich neu, habe ich in einer noch größeren Größe gekauft, weil ich dazu fast jeden Tag greife, wenn ich irgendwo hingehe, wenn es abends irgendwie ein Event ist. Okay, war jetzt das letzte Jahr nicht, aber ne, so langsam geht es wieder los. Wenn ich ein Video drehe, wenn ich Reels drehe und die Haut halt einfach so saftig sein soll, diese Creme. Extrem parfümiert, aber die macht das meiste mit der Haut, finde ich, von allen Cremes, die ich euch jetzt gezeigt habe, für Make-up. Also, das... Ihr müsst sie ausprobieren. Es gibt auch eine kleine Größe bei Sephora. Schaut gerne vorbei. Ich setze euch die Links mal unten rein. Teuer, aber sie tut halt auch das, was sie soll. Ne? Also die Haut ist danach perfekt vorbereitet fürs Make-up. Wenn ihr Probleme mit Duftstoffen habt, nehmt das Milk-Ding. Wenn es euch egal ist, nehmt das hier. Ein absolutes Flop-Produkt, beziehungsweise eigentlich fast alle Produkte aus der Reihe, außer der Vanilla-Toner, sind die Produkte von Kylie Skin. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht. Sie tun zu wenig, um dass ich es wieder nachkaufen würde. Also ich bin ja eh nicht so ein Fan davon, wenn Celebrities mit Skincare rauskommen oder Make-up rauskommen. Außer bei Rihanna, weil sie macht wirklich krasse Sachen, die toll sind, die ein schönes Erlebnis haben. Das sah einfach nur cute im Bad aus, würde ich definitiv nicht mehr nachkaufen. Hier ist auch tatsächlich sogar noch so ein bisschen was drin. Ist jetzt halt auch über ein Jahr alt. Das Vitamin C Serum war auch sehr gut, aber da fand ich das Preis-Leistungs-Verhältnis schon wieder Quatsch. Dann gehe ich lieber zu Drunk Elephant, pack nochmal einen Zehner rauf und habe wirklich hochwertiges Vitamin C, hochwertige Wirkstoffe und nicht so Celebrity Skincare. Ebenfalls Celebrity Skincare ist von Wishful dieses Pineapple YoGlow Enzym. Ich hatte das in einem Paket mit drin als Tester. Und ich war so begeistert davon, dass ich es wieder nachgekauft habe. Genauso wie dieses Rose Oil. Da ist noch ein ganz, ganz kleines bisschen drin. Deswegen, ich will mich davon noch nicht trennen. Fantastische Produkte. Ich war super, super skeptisch, was die Huda Beauty Produkte anging oder die Wishful Produkte. Weil ihre Make-up-Linie vorher hat mich nie so wirklich angesprochen, wo sie noch so Cake-Face war. Jetzt, wo sie eher so ein bisschen auf dieses Natürliche, diese Haut und schöne Haut und Natürlichkeit geht, super. Das Öl ist super gut, vor allem wenn ihr so Pickelmale habt oder so. Es ist mit Rosenöl, mit Mandelöl, alles Mögliche drin. Eins der besten Face Oils, die ich habe. Und auch dieses Peeling hier, ne? Das ist ja das, ihr kennt das bestimmt, das ist dieses Viral. Du schmierst es dann übers Gesicht und du denkst, deine ganze Haut löst sich, tut sie nicht. Das ist halt das Peeling, was hier drin ist. Aber da ist AHA und BHA mit drin. Das sorgt wirklich für diesen extra Exfoliant-Effekt, dass es sich besser peelt, ohne dass es zu hart ist. Alle 3 Tage habe ich das benutzt. Ich benutze es auch weiter. Ich habe die komplette große Tube, diese Tube bestellt, weil ich es wirklich gerne benutze. Also große Empfehlung, gibt es auch als Testergröße bei Sephora. Probiert euch bitte bei Skincare immer mit Testern aus, wenn ihr die Möglichkeit habt. Weil manchmal funktioniert es nicht. Und dann dieses Öl hier, dieses Huda Beauty Öl kostet 70 Euro. Ich war super skeptisch, hatte einen Tester, war zufrieden, habe es mir in der Full-Size-Größe geholt, habe mich gefreut. Ein nächstes Fail-Produkt ist das hier. Das ist die Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Ich weiß nicht. Also da ist tatsächlich auch noch was drin. Ich habe sie jetzt ausgemustert. Die ist umgekippt. Die stinkt bestialisch. Die tut nichts. Also sie sagt, sie macht die Haut so frisch und voll und toll. Ich hasse den Geruch davon. Das riecht wirklich. Kennt ihr das, wenn ihr auf einer öffentlichen Kennt ihr das, wenn ihr auf einer öffentlichen Toilette seid, ja? Und dann riecht es so nach Klostein? Exactly. Dafür tut sie mir nicht genug, dann gebe ich lieber für Milk das aus, habe keinen Duft drin und habe ein schöneres Ergebnis. Ich weiß, viele lieben sie. Es gibt aber auch welche, die sie nicht mögen. Ich gehöre definitiv dazu. War wirklich schade. Dann habe ich hier einen Concealer. Und bei Concealer, da habe ich noch 2 weitere Freunde. XX Revolution Concealer, schwärme ich immer von, liebe ich, habe ich schon 3-mal nachgekauft. Hat die perfekte Farbe für mich. So ein bisschen rosé-stichig. Super Deckkraft, extreme Deckkraft. Schön cremig, verteilt sich schön. Bin ich begeistert. Genauso wie von dem Infallible Concealer von L'Oreal. Ja, also das hatte den Tarte, diese beiden haben den Tarte Shape Tape abgelöst, weil ich den Tarte Shape Tape normal nicht mehr so gerne benutzt habe. Der hat sich bei mir trocken unter den Augen abgesetzt. Er war zu cakey und da waren die definitiv besser. Der hat eine sehr, sehr hohe Deckkraft. Der ist ein bisschen trockener, als mir vielleicht lieb gewesen wäre. Deswegen habe ich die immer so ein bisschen gemischt. Beide aufgebraucht, beide nachgekauft. Infallible Concealer gibt es in vielen, vielen Farben, online auch zu kaufen, eignet sich sehr gut zum Cream Contouring, wenn ihr wirklich eine dunklere Farbe nehmt und dann einfach diese 3 ins Gesicht malt. Sehr, sehr gute Drogerie-Concealer mit ganz, ganz großer Empfehlung.
Dann habe ich hier zwei Augenbrauenstifte, die ich aufgebraucht habe. Da bin ich ja ehrlich gesagt nicht so, ne? Das ist mir fast egal bei Augenbrauenstiften. Mittlerweile habe ich dieses Anastasia Brow Freeze. Und ich nehme jetzt gerade einen Augenbrauenstift von Shein. Ich nehme aber meistens das, was mir gerade in die Hände fällt. Catrice, der Slimatic Ultra Precise Brow Pen. Viele von euch haben den auch, viele von euch lieben den. Ich benutze den auch gerne. Ich würde den auch wieder nachkaufen. Welchen ich auch nachkaufen würde, weil mir die Form davon so gut gefallen hat, war der KVD Vegan Beauty Signature Brow Pen. Der hatte eine sehr, sehr flache Spitze, die oben abgerundet war, mit der man, da ist leider nichts mehr drin. Vielleicht könnt ihr es, vielleicht könnt ihr die Form erkennen, ne? Das ist so ein bisschen oval. Damit konnte man sehr, sehr detailliert hier unten lang malen, schöne Härchen mit reinmalen. Ja, doch, war ich sehr zufrieden mit, würde ich auch definitiv wieder nachkaufen. Ist halt ein Augenbrauenstift. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen geizig, ne? Warum soll ich 20 Euro für einen Augenbrauenstift ausgeben? Den nehme ich einen Bleistift von meinem ungeborenen Sohn. Ein Produkt bzw. zwei Produkte hier von Dior. Das ist einmal das Dior Prestige Micro Huile de Rose. Hattie hatte das empfohlen. Ich hatte das in diesem Dior Adventskalender drin. Super. Super. Wenn du sagst, ist dir völlig egal, wie viel Geld du ausgibst, hat einen sehr schönen Effekt. Ist schon fast zu schade für den Alltag, weil es einfach super edel auf der Haut ist, ist so ein bisschen Öl. Da sind so kleine Bläschen drin, die aufplatzen und dann verteilt sich das Öl extrem parfümiert. Würde ich es mir nachkaufen? Ich glaube nicht für 200 Euro. Na Freunde, ey, da bin ich durch und durch Günstmaus. Ich benutze die Sachen, weil ich sie habe, aber ich würde sie nicht nachkaufen. Dann habe ich hier von Dior die Dream Skin Care and Perfect. Die habe ich auch immer so ein bisschen auf Reisen benutzt. Auch nicht schlecht. Zu teuer. Mir ist es definitiv zu teuer. Dior ist für mich Make-up top, Skincare auch super gut für schöne Effekte, aber ich glaube, dann kann ich lieber wirklich hochwirksame Kosmetik nehmen, wie Drunk Elephant, Beauty Mates oder so, die ein bisschen mehr macht, aber don't sue me, please. Ein Produkt für Skincare habe ich noch. Das ist hier von Asam, Aqua Intense. Gibt es einmal in der Verpackung. Passend dazu habe ich auch das Duschgel aufgebraucht. Liebe ich, I stan. Auch die Creme im Tiegelchen habe ich aufgebraucht. Die ist sehr, oh, da ist noch ein Pupsi drin. Die ist sehr unkompliziert, die Creme. Also da musst du dir keine Gedanken machen, keine Duftstoffe. Zieht extrem schnell ein, ist natürlich nicht ganz so reichhaltig wie die Milk Vegan Moisturizer. Aber super, das im Kühlschrank und im Sommer Lebensretter. Und ein Produkt habe ich hier noch, das ist ein Concealer, das ist der von Fenty. Auch der ist okay, aber tatsächlich, ich greife immer mehr wieder zu Drogerie-Concealern, weil sie einfach genau dasselbe tun und ich bin super zufrieden mit denen. Schöner Concealer, schön, dass es diese Farbrange gibt. Fenty Beauty hat eh einen großen Platz in meinem Herzen für das, was sie für die Beauty-Industrie gemacht haben. Guter, solider Concealer, aber auch sehr teuer für, was ist hier drin, 8 Milliliter. Ne? Dann nehme ich hier den von Revolution, da sind glaube ich 15 drin. Kostet ein Viertel. Ich habe noch einen Selbstbräuner. Das ist der St. Moritz Selbstbräuner in Dark. Ich habe ihn auch noch in Medium. Ich finde, Dark macht bei mir ein schöneres Braun. Medium ist eher so ein bisschen orange. Für den Körper ist der super. Fürs Gesicht zu viel. Kommt damit sehr, sehr gut klar. Macht ein Peeling vorher, cremt euch ein, wartet 2 Stunden und dann benutzt den Selbstbräuner. Und dann seht ihr flawless aus. Und das war's, Freunde. Das war's tatsächlich. Ich bin super gespannt, wie euch dieses Format gefallen hat. Wir sehen uns in einem halben Jahr wieder mit dem nächsten Aufgebraucht-Video. Und ich bin super gespannt, wie euch die Sachen gefallen. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Erfahrung zu dem Produkt gemacht. Dann schreibt mir unbedingt eine Meinung in die Kommentare. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Passt auf euch auf.